Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Darksiders. Ja, wir haben ja alle Armageddon, Klingen, Stücke, Teile, wie auch immer, gefunden. Sind jetzt bei der Amboss-Furt, wie ihr sehen könnt, bei Ultan, glaube ich, hieß der. Und jetzt waren wir hier an diesem Tor stehen geblieben und ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen, sondern jetzt werden wir endlich die Armageddon-Klinge erhalten. Hoffe ich doch, dass er die auch schmieden kann. So ist der Schön, gute dich Mann. wiederzusehen, Reiter. In seiner wunderschönen Schmiede. Meine größte Arbeit bis jetzt. Wunderschöne Klinge. Da ist der Zerstörer. Wow. Wette das wieder. Episch, jetzt haben wir endlich. Oh, verdammte Scheiße. Verdammt. Boah, die sieht ja richtig gut aus. Wollen wir auch gleich mal benutzen. So. Ah, sorry fürs Husten, aber bin ein bisschen erkältet. Nach dem letzten Video, aber das sollte euch nicht. Hoffentlich nicht so weiter stören. So, jetzt machen wir uns mal den Weg wieder zurück zu Azrael. Da wir jetzt die Armageddon-Klinge endlich geschmiedet haben, beziehungsweise Ultan sie geschmiedet hat, nicht ich. Wäre auch noch zu schön gewesen. Und jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Aber halt, wir haben ja die Vulgrim-Position. Und damit müssen wir nicht so lange wieder zurücklaufen. Das heißt, wir können uns gerade einfach teleportieren. Da ist der gute Mann. So, wo muss ich denn hin? Zu Azrael. Ich gehe mal zum glühenden Galgenturm, weil wird irgendwie nichts angezeigt, wo der rumlungert, der Typ. Das heißt jetzt, ich habe eine 50-50 Chance, dass der hier irgendwo ist. Kann auch sein, dass der noch beim Turm ist, weil er hat ja nicht gesagt, wo ich hin muss. Deswegen muss ich jetzt gucken, wo ich hin muss. Weil die Klinge, die sieht schon gut aus. Schade, dass ich sie nicht vorher gefunden habe. Wäre bestimmt geiler gewesen. Jetzt muss ich wieder nach hinten. Ah, okay. Der zeigt mir an, dass ich vermute mal, ich muss wieder zum Galgenturm. Ich meine, da zum Turm meine ich. Nicht Galgenturm. Was rede ich denn da? Krankheit, da ich so krank bin, hat es mein Hirn vernebelt.
Und wieder durch die Sphären laufen wir zu unserer Teleportationsstelle von Gulgrim. Und es dauert nicht mehr lange, Freunde, und ihr werdet den Endboss sehen. Beziehungsweise den Endboss-Fight. Endboss ist ja schon ein Zerstörer, wer sollte es auch sein? Ist natürlich auch Rache, wie sollte das auch anders sein? Wie kann man natürlich die Zerstörung der Menschheit gut in ein Wesen zusammenpacken, wenn es nicht ein Rache ist? Ne? Ja. So. Dann wollen wir mal unser Pferd holen. Muss mal gucken, wenn ich überhaupt lang. Ich glaube nicht, oder? Nö, sieht nicht so aus. Doch, kann ich. Da. Bist du bereit? Wir wollen Abaddon doch nicht warten lassen. Nein, den wollen wir natürlich nicht warten lassen. So. Letztes Mal gehustet und jetzt geht's ans Eingemachte. Erstmal eine kleine Szene wieder mit Azrael und dann geht's ab. Es ist Abaddon. Uriel führt die Höllenwache gegen ihn an. Wie du vorher gesagt hast, die Höllenwache wird scheitern. Todesengel, diene mir ein letztes Mal. Sie hat ihn geliebt. Und ich glaube, dass er auch sie geliebt hat. Vor langer Zeit, bevor all das geschah. Törichterweise stellte er die Pflicht über alles und starb dafür. Wirst du ebenso handeln? Der Himmel jagt dich. Die Hölle hasst dich. Die gesamte Schöpfung schert sich nicht darum, ob du lebst oder stirbst. Schließe dich mir an, Krieg. Wie ein großes Schwert werde ich dich erheben. Und unsere Feinde werden vor uns erzittern. Die Beute von 1000 Siegen wird dir gehören. Oder diene der Gerichtsbarkeit eines korrupten Rates. Und deinem Schöpfer, der seine Gläubigen im Stich lässt. Diese Wahl biete ich dir, Reiter. Möchtest du dem Himmel dienen? Oder über die Hölle herrschen? Ich treffe die Entscheidung, die ein Feigling einst nicht traf. Ja, jetzt geht's ab, Leute! Bossfight! Keine Ahnung, wie man ihn besiegt. Scheiß drauf. Ich hab die Klinge. Hallo? Alles klar, ich glaub's auch. Okay, ich hab grad echt keine Ahnung, wie ich den jetzt besiege. Mal.
gestehen jetzt. Ah ja. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich den besiege. Ja. Ist super geil, Husten zu haben, erkältet zu sein. Und dann noch, ja, den Typ töten. Ich meine, was Besseres gibt's doch nicht, oder? Gut, die Szene, die überspringe ich jetzt mal. Aha, ich hab den gleich mal. Okay. Wo ist er? Boah. Da habe ich ihn. Okay, jetzt glaube ich, weiß ich, wie es geht. Man darf keine Angst haben. Boah, das Bild, das macht mir aber richtig Spaß. Da ist er. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt. Wow! Okay, jetzt bin ich wieder. Ach man! Ballrockform. Komm schon. Hab den nicht. Das gibt's doch nicht jetzt. Ist doch nett. Hallo? Komm schon, komm hier hin. Ach, nö. Ah, jetzt hab ich einen Bug gefunden. So, komm schon. Noch ein paar Dinger. Jetzt fliegt er wieder. Oh, ey, der ist so heftig. Ja. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert, dieses Arschloch. Also, man muss ganz nah an diese Wand gehen. Dann läuft der immer gegen die Wand. Ja, komm schon, lade. Ich will den jetzt besiegen. Die Sau. Okay, jetzt hab ich's verkackt. Jetzt habe ich schon wieder die Sau. Komm schon! Komm, wir schäftig. Stärkste. Und da habe ich schon gleich wieder.
Einfach die ganze Zeit diese Kombo und dann ist es einfach. Jetzt habe ich schon wieder. Also langsam kriege ich es raus, auch wenn ich so oft gestorben bin. Boah, das Bild, das wackelt so fast, wenn man den angreift, ey. Das ist ja. Und jetzt! Jetzt! Boah! Jetzt hab ich schon wieder die Sau. Es ist halt schwer, den auszuweichen, wenn er in der Luft ist. Oh, komm schon, bitte. Lass mich ihn jetzt besiegen! Ja, jetzt bin ich tot. Nein, bin ich nicht. Weil wenn ich ihn werfen habe, dann bin ich nicht mehr. Jetzt hab ich ihn. Oh mein Gott, ich hab ihn. Komm schon. Okay, jetzt gibt's Food Battle. Was muss ich drücken? Links, rechts, oben, unten. E. Drück E, du Sau. Was? Das war's schon. Mit einem Schlag. Verdammte Scheiße. Was für ein... Ja gut, da geht's wohl noch weiter. Wow, epic, badass. Der Rat hat dich in deinen Tod geschickt. Wow, shit. Du hast mich gezwungen. Der macht schon gleich mehr Damage, ey. Ja, komm, kick ihn! Ja! Verdammte Scheiße! Oh oh. Jetzt kommt bestimmt wieder diese Lichtschwerter. Nein, kommt nicht. Oh oh. Boah, so ein Passiv, ey. Was macht er jetzt? Oh. Dein armseliges Gesetz bedeutet gar nichts. Das macht mir doch keinen Spaß. Das macht mir doch alles keinen Schaden, die ganze Scheiße hier. Komm schon, klick, 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 klick. Dieser Wichser, der kriegt mich. Mit jedem Atemzug werde ich stärker. Boah, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Ah, schon wieder die Scheiße. Oh
Und. Ah, ich bin doch ausgewichen. Was ist denn das? Ich bin doch ausgewichen. Was ist denn das? Ich bin doch ausgewichen. Was ist denn das? Verarschen. Ja, genau. Boah, mit Glück gehabt. Macht er jetzt wieder, Rosa? Rosa. Boah, das war jetzt wieder knapp. Okay, was macht er jetzt wieder? Rosa. Nein, jetzt habt ihr mich schon wieder. Aber gut, dass man dann so geil ausweichen kann. Das Ende wird. Ah, jetzt schon wieder, komm schon. Klick, 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 das gibt's doch nicht. Oh, jetzt sieht's schon besser aus. Jetzt sieht's schon besser aus. Ist das das du Ende? Du hast mich etwas gelehrt, Abaddon. Manchmal muss man die Pflicht vernachlässigen, um zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht die Pflicht, die mich dich jetzt töten lässt. Verdammt! Uriel. Uriel. Ernte, was du gesät hast, Verräter! Dann geht er down. Krieg. Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Der Rat. Sie wussten, dass du wegen deiner wertvollen Ehre niemals den Henker spielen würdest. Also ließen sie dich fallen. Sie wussten, dass du jeden abschlachten würdest, um deinen Namen reinzuhalten. Und du hast es getan? Nein! Geduld, Hure. Für dich habe ich auch noch etwas. Das nehme ich. Wenn es gebrochen würde, kämst du vielleicht auf Gedanken, wie zum Beispiel, nicht in deinen Käfig zurückzugehen. Es ist wirklich tragisch. Du hattest die Freiheit in Händen und dann hast du sie verloren. Was ist so verdammt lustig? Selbst du würdest nicht auf deiner eigenen Beerdigung lachen. Ich lache über dich. Nex Sacramentum. Der Todesschwur ist vollendet. Höllenwachenhure! Was hast du getan? Nein, nein, nein! Ich werde deine Innereien durch deinen Heiligenschein ziehen! Steh nur wieder auf, ich werde dich nochmal töten! Ich habe nur Befehle befolgt, wie du! Was hast du vor? Gegen den Rat kämpfen? Gegen alle kämpfen? Du wirst niemals hinkommen! Hörst du? Niemals! Vergiss nicht, wer die Leine hält! Ich habe es nicht vergessen. Da geht er down. Du wusstest, was passieren, was ich tun würde. Deshalb hast du mich verschont. Nein. Warum denn? Oh, ein bisschen asynchron gerade. Weil ich nicht wollte, dass die letzte Ehre des Himmels mit seinem Meister stirbt. Die Schulden sind beglichen. Die Pflicht könnte mich eines Tages wieder das Schwert gegen dich erheben lassen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich nicht zögern.
Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt mit Sicherheit, der Rat und auch andere. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht alleine. Bam, jetzt kommen unsere geilen Freunde. Was geht? Ja. Und das war Darksiders, meine Freunde. Ja. Das war der letzte Part. Der Bossfight, sehr episch gemacht, muss ich sagen. Sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Und die Story auch sehr interessant. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play von Darksiders gefallen. Ich hoffe, ich habe es gut kommentiert. Ich hoffe, ich habe euch Freude damit bereitet, dass ihr mir zusehen konntet dabei, wie ich dieses Spiel spiele. Was ich als nächstes jetzt fortführen werde, ist erstmal Lucius. Ich hoffe, ich werde euch dabei auch noch sehen. Und ich hoffe, euch hat einfach dieses Let's Play gefallen. Ihr könnt ja kommentieren und schreiben, wie euch das gefallen hat. Ob es Spaß gemacht hat zuzusehen oder ob ich noch was verbessern kann, wie ihr möchtet. Und falls ihr mehr von mir sehen möchtet, natürlich nicht vergessen, meinen Abo-Button zu drücken. Und ja, das war's von Darksiders.